Hallo! Hier unten, hallo! Ja, kommt mal ran! Kommt mal ran hier! Da seid ihr ja endlich! Trainingslager im Zillertal und das heißt natürlich auch, es ist Zeit für, na klar, Werder TV Inside! Alles klar. Da habe ich mir jetzt irgendwie mehr Begeisterung erhofft. Grundsätzlich erstmal einfach geil, so. Darauf habe ich jetzt gewartet. Besser! Und damit moin und herzlich willkommen zu Werder TV Inside aus Zell an Ziller zu unserem Trainingslager im Zillertal. Oder wie man hier sagt, Servus Werder-Fans. Ja, auch Nabi Keita ist mit dabei. Trotz seiner bitteren Verletzung ist er mit hier in Österreich, um die Mannschaft besser kennenzulernen und ja vielleicht auch, um einen besonderen Teil bei Werder TV Inside zu spielen. Das ist Clickbaiting. Das kann uns keiner beweisen. Und ich verspreche, dass Nabi auf jeden Fall nochmal in dieser Sendung zu Wort kommt. Aber jetzt auch erstmal von mir. Servus Zillertal! Hallo, das ist ihr Schönes, wissen wir doch alle. Und da ist es auch egal, ob die Sonne scheint oder ob es wie heute regnet. Regen sind wir ja als Prima sowieso gewohnt. Außerdem geht es hier nicht darum, die Landschaft zu genießen, sondern ein erfolgreiches Trainingslager abzuhalten. Und dafür ist hier im Zillertal alles bestens vorbereitet. Woher ich das weiß, fragt ihr euch? Na, weil wir das für euch überprüft haben. Und mit wir meine ich Clemens Fritz. Schön, dass du da bist. Ich habe schon mal die Checkliste für dich vorbereitet. Dankeschön. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Super. Dankeschön. Bis später. Bis später. Passt. Haken dran. Lecker. Kannst du mal kurz? Gerne. Ah. Perfekt. Es ist angerichtet. Fehlt nur noch eins. Mach Nabi. Später. Dafür muss ja erstmal die ganze Mannschaft hier sein. Die Mannschaft ist gut angekommen und ja, Nabi Keita ist auch dabei. Servus. Aber wie heißt es so schön? Nicht lang schnacken, ab aufs Rad.
passend zur gerade stattfindenden Tour de France, die Tour de Zillertal. Man kann also sagen, unser 11. Jahr hier im Zillertal, der Start ist rund gelaufen. Das ist so ein schlechter Witz, den muss ich unbedingt rausschneiden. Egal, 11 Jahre Zillertal, wie viele Zimmerduelle macht das nochmal? Keine Ahnung. Unser Kameramann weiß es nicht. Wisst ihr es vielleicht? Auch eine Scheißfrage, muss ich ehrlich sagen. Das mussten wir uns in letzter Zeit öfter anhören oder besser gesagt lesen. Denn ja, wir lesen eure Kommentare und offensichtlich seid ihr mit unseren Fragen nicht zufrieden. Deswegen haben wir uns überlegt, wir fragen einfach Experten. Es könnten viele sein. Könnten viele sein, wird spontan nicht immer entscheiden. Wer ist der Schnellere? Ja, oder wir fragen am besten euch. Also haut in die Tasten und schreibt eure Fragen für folgende Zimmerduelle in die Kommentare. Nick Woltemade und Justin Njima, Jens Stay und Lieb Buchanan und Miloš Veljković und Nabi Keita. Servus. Also seid kreativ und macht es unseren Duos nicht zu einfach, denn die kennen sich richtig gut. Ich kenne uns seit 2 Wochen persönlich. Ich dachte, ihr kennt euch von vorher schon, hat er erzählt. Nee, ja, wir haben ein bisschen mal geschrieben, aber sonst. Und gegeneinander gespielt. Mann, sind wir gut vorbereitet. Klasse. Themenwechsel. Neben dem Zimmerduell gibt es auf den offiziellen Werder-Kanälen noch so einiges für euch zu entdecken. Alle News in Echtzeit bei Twitter, die Testspiele und Highlights natürlich live bei Werder TV und YouTube. Dann gibt es bei Instagram die besten Bilder. Bei werder.de gibt es tolle Texte mit exklusiven Interviews und einen Ticker zum Trainingslager. Und bei TikTok gibt es witzige Challenges. Ich glaube, ich habe alles. Das sind so viele Kanäle. Man kann durcheinander kommen, was wir hier alles für euch machen. Da ist für jeden was dabei. Auf was freut ihr euch denn am meisten? Eigentlich auf alles. Und damit ihr davon nichts verpasst, abonniert die offiziellen Werder-Kanäle. Und zwar nur die, das reicht vollkommen. Alles klar. Das trifft sich gut, Ole, denn bei Inside hat natürlich unser Cheftrainer das letzte Wort. Ja, Themen im eigenen Ballbesitz, das wir jetzt erst so ein bisschen nur angerissen haben, das wollen wir sehen. Natürlich geht es vor allem auch um die beiden Testspiele oder beiden Testspieltermine, sind ja 3 an der Zahl. Wir haben dann, wie gesagt, gegen Mannschaften, die dann auf einem anderen Level sind. Das ist, glaube ich, insgesamt als Standortbestimmung zu dem Zeitpunkt der Vorbereitung für uns wichtig. Jeder Spieler hat die Möglichkeit, sich dort zu zeigen, auf sich aufmerksam zu machen. Ja, und dann sehen wir mal, wie weit wir kommen und haben eigentlich auch vor, zum Ende des Trainingslagers nochmal in einer anderen Grundordnung zu spielen. Vielen Dank. Alles klar. Entschuldigung, eine Sache hätte ich doch noch. Könnte irgendjemand Werbung für den Kanal machen? Irgendwas so in die Richtung offizieller YouTube-Kanal von Werder Bremen. Das ist das Beste, was es gibt. Besser wird's nicht. Müsst ihr unbedingt abonnieren, sonst werdet ihr eures Lebens nicht mehr froh. Irgendwie sowas. Das kann ich so nicht sagen. Also. Das jetzt schade. Dann kommt hier für euch eben nochmal Nabi Keita. Das war's Inside. Abonniere den Kanal.